Hallo zusammen. Ja, der Countdown läuft. Am 1. Mai geht's los mit meiner 21-Tage-Challenge für ein kraftvolles Mindset. Und ja, für alle Dinge, die wir im Leben voranbringen wollen, überall da, wo wir Grenzen sprengen wollen, überall da, wo wir Dinge neu machen wollen, wo wir neue Wege gehen wollen, brauchen wir ein entsprechendes Mindset. Und das ist auf jeden Fall, hallo, schauen schon welche zu. Hi. Es braucht auf jeden Fall ein dem Vorhaben förderlichen Mindset. Und wir wissen heutzutage, dass wenn es darum geht, Dinge zu verändern, Dinge in unserem Leben ja, zu manifestieren oder auch Grenzen zu sprengen, braucht es nur 20% Technik, Methode oder die Dinge, die wir gelernt haben. Manchmal sind die Dinge, die wir gelernt haben, sogar kontraproduktiv. Und 80% ist tatsächlich Psyche und Mindset. Und dafür gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Zum Beispiel ein kleines Kind, ja, kann sehr viel schneller irgendwelche Grenzen sprengen. Warum? Weil es noch nicht so diese inneren Blockierungen hat. Natürlich gibt es die eine oder andere Blockade, die das Kind geerbt hat, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Wir betrachten einfach mal das einfachere Modell, wenn ein Kind anfängt zum Beispiel zu laufen. Das Kind hat überhaupt nicht im Programm, dass das vielleicht nicht gehen könnte. Das Kind stellt sich auf seine Beinchen und fängt irgendwann an zu laufen. Es fällt dann hin und stellt sich wieder auf die Beinchen und geht wieder ein paar Schritte. Es übt und erprobt sich und irgendwann läuft es. Warum? Es hat einfach diese inneren Widerstände nicht. Zumal in dem Zusammenhang wir ja auch eine genetische Programmierung haben, dass das einfach geht. Ja, wir lernen laufen, wenn wir klein sind. Genauso das Reden lernen. Kein Kind stellt sich in dem Zusammenhang in Frage, ob es nun seine Muttersprache lernen kann oder nicht. Das entwickelt sich erst später, wenn wir ausreichend oft gehört haben, oh, Französisch lernen ist schwer oder Englisch lernen ist schwer oder Spanisch lernen ist schwer, dass wir das glauben. Und dann ist es für uns tatsächlich auch schwer. Ja, das hat was mit Mindset zu tun. Das hat mit dem zu tun, was wir glauben, was Realität ist. Ich habe erst spät Skifahren gelernt und habe die kleinen Kinder beobachtet, die am Übungslift an mir vorbeigerauscht sind. Die hatten nicht so diese inneren Widerstände und Ängste. Warum? Ich habe so viel Jahre an Erfahrung und Gedanken, was alles passieren kann, wenn man Ski fährt. Ich kenne mittlerweile viele mit Knochenbrüchen und was auch immer durch das Skifahren. Ein Kind hat das nicht. Das Kind folgt den Eltern oder dem Skilehrer und macht das einfach nach, ohne eine negative Programmierung. Und wenn die Eltern mit dem Kind sorgfältig und behutsam umgehen, lernt es sehr schnell richtig gut Skifahren. Auf jeden Fall so, dass sie mit einem wahnsinnigen Karacho an mir vorbeibrettern, ohne Angst. Oder wie sieht es aus im Klettern? Ich habe vor ein paar Jahren angefangen zu klettern. Klettern liegt mir, weil ich als junger Mensch sehr viel geturnt habe und da auch sehr gut war. Von daher ist das Klettern so etwas, was mir recht gut im Blut ist. Und ja, natürlich hat man dann auch bestimmte Kletterer so im Kopf. Hallo, schön, dass ihr da seid. Schreibt doch mal, woher ihr kommt. Würde mich mal interessieren, von wo ihr gerade zuschaut. Es gibt zum Beispiel die Huberburen. Wenn ihr die nicht sofort auf dem Schirm habt, Huberburen haben vor ein paar Jahren für die Milka, nee, für die Kinderschokoladenmilchschnitte Werbung gemacht. Das sind die zwei Kletterjungs. Und die Huberburen, die waren in vielen Bereichen Vorreiter, wenn es darum geht, im Klettern Höchstleistungen zu bringen. Zum Beispiel waren die Huberburen die ersten, die den Nirvana gemacht haben als Erstbegehung,
im Alleingang. Das war vorher undenkbar. Die haben das aber vorgemacht. Und dann kommen andere, die machen das nach und bringen sogar noch eine bessere Leistung. Das heißt, das ist auch das, was wir oft erleben im Sport, wo eine bestimmte Geschwindigkeit im Sprint oder eine bestimmte Leistung im Marathon oder in anderen sportlichen Disziplinen bisher undenkbar war, bis es einer macht, dann wird es denkbar. Und dann kommen andere, die das nachmachen. Dann kommt auf einmal eine Schwemme von Menschen, die das nachmachen können, weil es denkbar wird. Und dann gibt es quasi eine neue Beschränkung da, wo man sich wieder im Geist einschränkt. Und so ist es bei uns im normalen Alltag. So ist es bei uns, wenn wir uns vorstellen, ein bestimmtes Leben zu führen oder was Bestimmtes beruflich zu machen oder bestimmte berufliche Erfolge zu haben. Meistens begrenzen wir uns selber dadurch, dass wir uns sagen, wir sind nicht gut genug, wir haben eine bestimmte Ausbildung nicht gemacht oder wir sind zu alt. Ich habe das im Coaching sehr, sehr viel, weil die meisten meiner Klienten sind ab 40, 45 und manche sind auf der Arbeitssuche oder wollen was ganz Neues machen. Und die ersten Dinge, die diese Menschen dann im Kopf haben, sind, bin ich denn nicht schon zu alt? Das sind alles innere Begrenzungen. Hey, schön, dass ihr alle da seid. Schreibt doch mal, woher ihr kommt. Ich möchte mal gucken, seid ihr in Deutschland, seid ihr in der Schweiz, in Österreich? Würde mich mal interessieren. Ja, auf jeden Fall sind das diese mentalen Beschränkungen, die wir haben, wo wir einfach nicht glauben, dass wir das schaffen. Ich habe es aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich Begrenzungen hatte in Bezug auf Dinge, die ich erreichen wollte und als ich diese Grenzen abgebaut habe. Zum Beispiel, weil ich ein Ziel hatte, das so in mir gebrannt hat, dass ich an gar keine Zweifel oder so mehr denken konnte. Das war einfach nicht mehr in meinem Kopf. Es hatte keine Priorität, mir diese Grenzen zu setzen, weil mein Begehren, dieses Ziel zu erreichen, war so emotional stark angereichert, dass ja, ich das Ziel innerhalb von kürzester Zeit erreicht habe. Das ist übrigens ein sehr, sehr gutes Beispiel. Hallo Dieter! Aus der Schweiz. Schön, dass du zuschaust. Ja, wir haben also diese inneren Begrenzungen. Das ist jetzt auch schon mal ein Tipp für euch. Wenn ihr etwas erreichen wollt, ist es so, so wichtig, dass ihr einen Laserbeam auf das richtet, was ihr wollt. Und das so emotional anreichert mit eurer Lust, mit eurer Freude, mit allem Positiven, was ihr damit verbindet, dass euer Unterbewusstsein gar nicht erst auf die Idee kommt, irgendwelche Denkblockaden zu aktivieren. Diese Lust und diese Freude, dieses Ziel zu erreichen, ist einfach viel, viel stärker. Das ist auch das, was Bob Proctor lehrt, wenn es darum geht, bestimmte Ziele zu erreichen, dass wir dieses Ziel vor Augen haben müssen. Und gleichzeitig auch die Emotion, die positive, starke Emotion, die wir damit verbinden müssen, damit das auch klappt, diese Dinge zu realisieren. Und ich habe in der 21-Tage-Challenge eine Routine drin, die wird den Teilnehmern jeden Tag angeboten, die auch jeden Tag zu machen, weil durch diese Übung kommt man ganz automatisch in eine höhere Schwingung, in einen positiveren Mindset. Diese Übung, die seht ihr quasi als Video und macht mir die nach. Sie basiert auf meiner Soul Tapping Solution und die Erkenntnisse aus der traditionellen chinesischen Medizin, die hinter der Soul Tapping Solution steht und der neurolinguistischen Programmierung. Also es ist schon ein super ausgeklügeltes 20-Minuten-Programm. Und das Tolle ist, ihr werdet diese Dinge, die ihr lernt in den 20 Minuten, bis in jede Zelle eures Körpers
verankern. Das heißt, dieses Gefühl, was ich da entwickle, die höhere Energie, wird zu jeder Zeit abrufbar. Voraussetzung ist, dass ihr das auch ordentlich mit mir übt. Hallo, es kommen immer mehr dazu. Schreibt mal, woher ihr kommt. Ich weiß jetzt, dass der Dieter aus der Schweiz kommt, aber woher kommt der Rest von euch? Also, ich bin hier in Greckenhofen. Das ist ein Ortsteil von Rettenberg in Oberstdorf. Und Oberstdorf? Oberallgäu. Aber Oberstdorf ist auch nicht weit weg von hier. Ja. Hi, Heidi. How are you doing? ja, also, ich wollte euch einfach nochmal daran erinnern, am 1. Mai geht es los mit der 21-Tage-Challenge und nutzt diese Chance mitzumachen. Ihr bekommt jeden Tag von mir eine Aufgabe, die beinhaltet ein Training für euer Hirn und ein Training für euer Herz. Und wir machen das Mindset-Training jeden Tag für 21 Tage. Und für mich ist das quasi ein Pilotprojekt, deswegen biete ich das auch kostenfrei an, in der Gruppe, aber auch außerhalb. Nur müsst ihr euch anmelden dafür, damit ihr auch die E-Mails bekommt. Und danach werde ich daraus ein Produkt machen, was ich dann in meinem Shop verkaufen will. Aber jetzt habt ihr erstmal die Möglichkeit, kostenfrei mitzumachen, mit mir auch ein Stückchen weit zu experimentieren, weil vielleicht braucht das Programm noch eine kleine Veränderung. Vielleicht müssen noch ein paar Schräubchen gedreht werden, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist mir das ganz gut gelungen. Und ja, denkt dran, die 20-80-Regel. 20% ist Technik, das sind unsere Universitätsabschlüsse, unsere Ausbildungen, die Dinge, die wir in Büchern gelernt haben und das ganze Wissen, was wir in unserem Kopf haben, 20%. 80% ist die Psyche. Nämlich die Psyche ist tatsächlich der Bereich in uns, der das Gelernte auf die Autobahn bringt, der uns hilft, den Fuß von der Bremse zu nehmen. Dafür brauchen wir ein gutes, starkes Mindset. Und das könnt ihr euch gemeinsam mit mir in 21 Tagen erarbeiten in meiner Gruppe. Also, wenn ihr wollt, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Ziele habt und das Gefühl habt, ihr tretet auf der Stelle, wenn ihr Lust habt auf ein Leben voller Freude und Fülle und dass euch Dinge einfach mehr gelingen, dann macht mit. Ja, schön, dass ihr alle da wart. Ich bin ganz überrascht, sind ja richtig viele hier. Meine Güte, die Nadja aus Trier. Ja, in Trier habe ich sehr lange gelebt, Nadja. Aber das weißt du sicherlich. Ich bin erst seit einigen Jahren hier im Oberallgäu. Und da fällt mir was Interessantes ein. Trier sagt ja, es sei die älteste Stadt Deutschlands. Interessanterweise ist Kempten nicht so weit weg von wo ich wohne. Ich glaube, ich fahre 10 Minuten bis nach Kempten. Trier war ein bisschen näher. Und Kempten behauptet auch, die älteste Stadt Deutschlands zu sein. Also manche Sachen ändern sich nicht. Ich sage euch jetzt Tschüss. Ich grüße Paderborn, die Schweiz, Trier und die anderen wunderschönen Orte hier in Deutschland, Schweiz, Österreich, Luxemburg, woher ihr auch gerade zuschaut. Und wir sehen uns morgen wahrscheinlich nochmal. Und dann seht ihr mich in der Gruppe jeden Tag. Ach so, das Programm wäre vielleicht noch interessant. Also wir sehen uns jeden Tag morgens. Um 6 Uhr wird das tägliche Programm aktiviert. Das bekommt ihr per Mail und es erscheint in der Gruppe. Ich hoffe, dass das mit der Technik auch gut funktioniert. Und so gegen 6:30 komme ich dann live in die Gruppe und habe so das ein oder andere euch zu sagen für den Tag. Wir haben 3 Webinare, die finden über Zoom statt. Die sind also nicht Teil der Facebook-Gruppe, sondern alle, die sich angemeldet haben, das sind mittlerweile eine ganze Menge, auch außerhalb der Gruppe, die können sich in Zoom einschalten. Und dieses Webinar wird aufgenommen und kann dann auch danach noch gesehen werden.
in der Gruppe, aber auch außerhalb. Ich glaube, ich werde es dann in YouTube reinstellen, solange das Programm läuft. Also es gibt noch drei richtig coole Webinare. Ja, und nach der Challenge wird das alles gelöscht. Das heißt, nach der Challenge sind die Dinge nicht mehr in der Gruppe verfügbar und auch nicht mehr auf den WordPress-Seiten, die ich dafür eingerichtet habe, sondern danach kommt das auf ein Portal. Ich glaube, ich werde das alles in Hello Page anlegen als 21-Tage-Training. So, jetzt habe ich genug geschwatzt. Ich wünsche euch noch einen tollen Abend und meinen Link zur Anmeldung schreibe ich hier oben noch rein in das Video und scheut euch nicht, macht mit. Es ist quasi ein Geschenk von mir an euch und ich freue mich, wenn viele mitmachen und davon profitieren. Bis dann. Ciao.